Jörg Thiele, herzlich willkommen. Der Experte schlechthin im deutschsprachigen Raum für die Vierschanzentournee. Die wievielte Tournee ist es für dich persönlich? Es ist die 22. Ich bin ziemlich sauer. Was heißt denn hier sauer? Du hast ja wahrscheinlich noch 22 vor dir. Ja, das wäre schön, aber warten wir es mal ab. Nee, sauer bin ich, weil Kasai eine mehr hat. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Du bist nur die Nummer 2 im Stall. Dirk, was macht denn die Tournee aus? 62. Auflage, nach wie vor super spannend, enormes Medieninteresse, Zuschauer strömen. Woran liegt das? Ich habe mal ein bisschen nachgeblättert und habe eine alte Zeitung gefunden. Vor über 25 Jahren ist das gedruckt worden. Und die Schlagzeile war, die deutsch-österreichische Vierschanzentournee ist niemals tot zu kriegen. Das heißt, damals hat man ja noch mehr auf diesen Zweikampf Deutschland-Österreich Wert gelegt. Aber es ist einfach wie so manches, wie Olympia oder wie Weltmeisterschaften, Fußball, was weiß ich. Das ist einfach ein Terminus, der ist aus meiner Sicht gleichbedeutend mit einer Weltmeisterschaft oder mit Olympischen Spielen. Das ist das Highlight im Jahr, egal was passiert. Und jetzt haben wir, glaube ich, in diesem Jahr nochmal eine besondere Situation. Es gibt nicht den klaren Favoriten, aber es ist spannend wie ganz selten. Kannst du dich erinnern, dass die Tournee so offen war wie in diesem Jahr? Naja, vergiss mal nicht, wir hatten ja schon mal einen Zweifachsieger, ne, mit Janda und Ahun auf das Zehntel genau. Also da hat man auch gesagt, das war irre spannend. Ich glaube aber, dass wir noch niemals so eine Ausgangsposition hatten, wo vielleicht, ich will nicht übertreiben, aber 6 Leute könnten die Tournee gewinnen. Und das macht's aus. Und dann das Wiedererstarken der Deutschen und vor allen Dingen der Polen. Und das sieht man ja auch wie in Wisła, wie in Zakopane, wie das überall anzieht. Und deshalb kommen natürlich auch hier nach Oberstdorf, nach Garmisch-Partenkirchen, nach Innsbruck. Da werden auch viele, viele Nicht-Österreicher kommen. Also das wird in diesem Jahr eine Rakete. Du sagst, 6 können es werden. Da sind sicherlich Kamil Stoch und Gregor Schlierenzauer dabei. Ist denn Noriaki Kasai auch dabei? Na, so weit geht die Freundschaft nicht. Also bei allem Respekt, Nori wird sich wieder unter den Top 10 platzieren, aber gewinnen kann er die Tournee nicht. Da hätte ich vielleicht noch einen anderen auf dem Zettel, der dazu käme. Wer ist denn der andere? Das möchtest du gerne wissen. er kann sich zwar noch nicht die Schuhe zubinden, aber dem traue ich alles zu. Der Mann heißt Thomas Morgenstern. Und zu wünschen wäre es dem natürlich auch. Na, absolut, absolut. Vor allen Dingen, was der alles durchgemacht hat. Ich denke an seinen Sturz von Kusamo 2003. Gut, da war er 17. Da hat er das vielleicht alles noch ein bisschen weggesteckt. Aber jetzt das so wegzustecken, TTC Neustadt, und wieder da zu sein, also ich habe allergrößten Respekt vor ihm. Super, vielen Dank, Dirk. Wir wünschen dir bei Eurosport alles Gute, viel Zuseher und viele witzige und spannende Kommentare. Vielen Dank, Dirk. Ich danke.